werde noch einmal mit ihm sprechen, unter anderen Umständen und vielleicht den Blick auf das, was ihn ausmacht und nicht das, was ihn möglicherweise verführen kann. Schwierig. Nun, vielleicht kommt er ja auch selbst noch auf euch zu. Wie gesagt, er war selbst sehr interessiert daran, herauszufinden, was es denn nun sein könnte. Ich werde auf jeden Fall einmal, nun ja, unauffällig einen Blick darauf werfen. Wenn ich nichts Magisches daran finde, ist das zwar noch lange kein Grund, aber zumindest ein erstes Indiz, das Hoffnung geben könnte. Ich bin kein besonders guter Analysemagier, müsst ihr wissen. Da gibt es sicherlich bessere. Aber nun ja, ich kann einen ersten Eindruck vermitteln. Nun, es würde mich zumindest ein bisschen beruhigen. Aber geht die Sache ruhig offen an. Wie gesagt, er beschäftigt ihn selbst. Nun gut, und ich kann ja noch einmal schauen, ob ich vielleicht, wenn wir nun in andere Landstriche kommen, gewisse Pflanzen finde, denen man eine Salbe anfertigen könnte. Nur um sein Hautbild ein wenig zu lindern, wenn es ihm Sorgen macht. Ich denke eigentlich, dass es eine gute Sache ist, aber die Ungewissheit, wo es eben herkommt, ist doch... nun ja. Aber nun, kommen wir zu etwas Erfreulichem. Ja. Sulamin zieht die Ledermappe auf ihren Schoß, also sie hat sich so mit überkreuzten Beinen auf Boltaks Bett niedergelassen und öffnet die. Es rutscht erstmal ein Blatt heraus und segelt zu Boden. Am Anfang ist zu lesen: Werte Sulamin, schönste Frau unter der Sonne, immer wieder muss ich an die doch viel zu flüchtigen Augenblicke denken, die wir zusammen verbrachten. Oh, das gehört hier eigentlich nicht hin. Das klingt auch nicht wie etwas, das für meine Ohren bestimmt wäre. Aber wer hat euch denn diesen Brief geschrieben? Nur aus reiner Neugier. Dieser Fexgeweihte. Midas, erinnert ihr euch? Bei der Schlacht der drei Kaiser? Ja, ich glaube, er hat mir mein Testament verkauft. Ja. Stimmt, da war irgendetwas. Das hat er vielen Leuten verkauft. Nun, ich versprach ihm, er dürfe meine Ringe haben, wenn ich sterben sollte. Und? Ihr seid noch am Leben. Ha. Tja, der arme Kerl, der hat ja wohl ein bisschen Pech gehabt. Aber um diesen Brief geht es gar nicht. Ich habe noch ein paar Schriftstücke aus meinem Noviziat gefunden. Und nachdem ihr die Tagebücher von all den anderen habt, dachte ich mir, vielleicht wollt ihr einen Blick riskieren. Oh, ja, natürlich. Wenn ihr mich schon so fragt, zeigt her. Oh ja. Zulamin breitet ein paar Blätter auf dem Bett aus. Also man sieht, es ist so eine Schrift wie aus dem Schulbuch, noch etwas ungelenk. Natürlich Tulamidia. Und so Teile davon sind anscheinend tatsächlich Tagebuch. Sulamin nimmt eins von den Blättern in die Hand. Puh, ich muss echt ein unausstehliches Balg gewesen sein. Oh, warum? Da, schaut mal. Meine Mutter nannte ich schwach, weil sie geweint hat, als sie mich an den Tempel gegeben hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, mein Tulamidia ist nicht besonders gut. Ach, das ist nicht so schlimm. Oh, seht mal. Sie zieht eine Zeichnung hervor von ein paar eher mittelgut gemalten Ferkina-Ponys. Götter, wie süß! Ja, habt ihr... Ich finde, es sind sehr schöne Esel, die ihr da gemalt habt. Es sind Ponys, Boltax. Schaut doch, die Ohren sind nicht so lang. Oh, selbstverständlich. Selbstverständlich, sehr schöne Ponys. Guckt mal, das da, das finde ich besonders hübsch. Das habt ihr richtig gut gezeichnet. Das gefällt mir sehr gut. Hat denn diese Ponys denn besonderen Namen? Ach, die Ferkina nennen ihre Ponys meistens, nach ihrem Aussehen.
ihr wisst schon, Sternchen, Blitz oder, keine Ahnung, Langmähne. Und während Boltax und Zulamin in der Vergangenheit von ihnen forschen und die alten Tagebücher betrachten, machen wir weiter bei Jalan. Ich hatte tatsächlich noch was vor. Ja. Schön, dass du daran gedacht hast. Gut, schauen wir mal nach. Ich werde ein paar Stunden mich ausruhen. Punkt ist, ich gehe raus, wenn es dunkel ist. So. Ja. Und ich schleiche mit einem Eimer gelber Farbe durch die Stadt und schmiere Parolen an Regierungsgebäude. Also, ich fange, glaube ich, bei der Hafenkaserne an, weil schon diese Baracke, wo auch Obuto Florius lebt. Zumindest arbeitet. Mhm. Und ich habe ein paar Gebäude ausgemacht, ich kenne mich ja ein bisschen aus mittlerweile. Möchte mich schlussendlich dann tatsächlich zum die Festung der Basaltfass ist auf dem Silberberg, da komme ich da so leider nicht hin, aber zumindest zum Chortempel durcharbeiten. Okay. Also es ist eher grob gestreut, weil naja, ich bin nur ein Mann, ich habe nicht viel Zeit, Al-Anfa ist groß. Aber halt sehr gezielt an so Sachen wie Kasernen und den Chortempel und Dachhäuser. Ja, also an öffentliche Gebäude. Genau. Gut, dann gib mir erstmal eine Mal- und Zeichenprobe. Die Leute sollen schließlich sehr genau wissen, wer schuld ist. Mal- und Zeichen ist ein Handwerkstalent. Korrekt. Das habe ich auf Null. Ist das richtig? Sekunde. Ich hoffe, jetzt erstmal, wenn ich Punkte mache, kann ich dann noch schauen. Mal zeichnen. Oh, ist das schlecht. Ja, da ist Klugheit mit drin. Lass mich nur schauen, wie ich zwischendrin mal gesteigert habe. Ich glaube nicht, dass du zu einem relevanten Punkt. Oh, ich habe mal Zeichen. Warte. 8 Punkte wirst du wohl nicht gesteuert haben. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe sogar auf 0. Ich habe den falschen Charakter geguckt. Ja. Also, ich schippe die 19? Ich schippe die 19, komm. Okay, dann los. Okay, weil dann fehlen mir nur noch einer. Weißt du was, mit dem Schicksalspunkt und der 10 sollen wir das auch reichen. Es muss ja vor allem nicht hübsch sein. Es ist buchstäblich eine Schmiererei. Genau. Also es ist halt nicht so hübsch, wie man es jetzt hier erkennen kann. Da kann man sicherlich noch ein bisschen mehr Arbeit reinlegen. Aber gerade mit diesem Ausspruch oder mit den Aussprüchen, also alles irgendwie sehr, sehr, sehr Kirchendateien, sag ich mal, ne? Kennt man halt Praios sieht alles. Genau. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Genau, Lüß, und dann bevor immer, es zu spät ist. Immer daneben diese Eule, Schnabelmaske, das kann man nicht ganz genau erkennen, aber vielleicht, wenn man in den nächsten paar Tagen noch was anderes dann dazu schmiert und das immer wieder gleich auftaucht, dann kann man sich da vielleicht schon einen Reim zu machen. Gib mir nochmal bitte eine Sich-Verstecken-Probe und eine Schleichen-Probe, denn hier sind auch zu Nacht Stadtwachen unterwegs und gerade wenn du dann an öffentlichen Gebäuden herumspielen willst, wie dem Chortempel oder wie irgendwelchen großen Basarmärkten, dann wirst du da auch auf Stadtwachen treffen. Lass mich nur kurz meine Rüstung rausklicken, denn die habe ich natürlich nicht mehr an. Ja, ich würfel eine Sinnschärfe dagegen. Was ist bei der Sinnschärfe hinten? Müsste Intuition sein. Ja, Intuition. So, schleichen wir mal. Und verstecken wir uns mal. 9 Punkte? 9 und 9. 99. So wie Rastuda es will. Intuition ist hinten. Ich habe eine 17 gewürfelt. Also ich höre speziell, habe ich speziell gesagt, dass ich am Chortempel aufhöre, weil ich da die schärfste Wache erwarte. Weil wenn ich dann einfach das Ding über die Brücke werfe und wegrenne, ist halt nichts mehr verloren. Ja, also du musst tatsächlich die ganze Nacht dann abgehockt mal sitzen bleiben. Also du sitzt dann teilweise für eine Stunde in den Schatten hinter einer Tonne, weil du hast wohl irgendwie aus Versehen gegen irgendwas getreten, irgendeine Dose, die da rumlag. Und hat dann schon die Wachen aufmerksam werden lassen, haben dann geguckt und sehen dann irgendwie so wie so ein Tonkrug da irgendwie zerbrochen liegt, irgendwie Scherben, auf die du getreten bist und so sehen sich noch ein bisschen um, entdecken dich dann wohl aber nicht. Also es dauert halt das ein oder andere Mal ein bisschen länger, aber du bleibst eben verborgen, gemeinsam mit deiner gelben Farbe. Okay. Das war der erste Streich. Das war meine Nachtwanderung für heute. Gut, dann machen wir weiter mit Abelmir. Ich sitze in meiner Kabine, jetzt hoffentlich alleine, und würde Zeichnung anfertigen für mein zukünftiges Bandschwert. Okay. Soll ich auch mal ein Zeichen würfeln, oder? Ja, warum nicht? Und eine Magie, was ist das, nicht Magiekunde, sondern Ritualkenntnis ist das. Okay. 2 Punkte, gar nicht so gut. Soll da irgendwas Besonderes sein? Irgendwas Spezielles, was du geplant hast? Irgendwelche Metalle? Also geht erstmal nur um die Zeichnung auf der Klinge selber. Also ich würde dann die Zeichnung wahrscheinlich
nicht so doll geworden ist, in die Ecke werfen und wahrscheinlich wieder neu anfangen. Nichtsdestotrotz, die Klinge selber ist ja der Seeschlangenzahn, den ich erbeutet hatte. Ja. Und auf dieser Klinge, auf diesem Horn besteht, aus was besteht ein Seeschlangenzahn? Eine gute Frage. Aus Horn, ja. Warum nicht? Horn? Ja, ja. Gut. Soll, wie gesagt, Glyphen der Charybdoroth in Zayat-Sigillen erscheinen und weitere Zayat-Sigillen der Bannung und des Exorzismus. Okay, also gegen Charybdoroth-Dämonen. Ja, der Seeschlangenzahn genau, ist ja auch genau. Dann dementsprechend einander Esiderat. Jetzt würfel ich mal erstmal Ritualkenntnis, ob die Zayat-Sigillen was geworden sind. Doppel 1. Okay. Okay, den merken wir uns mal. Kommen wir später drauf zurück, wenn dein Bandschwert gehandwerkt wird. Und auch also der Griff selber soll explizit anders werden. Den wollte ich eigentlich aus Arcanium, Mindorium und Montur machen. Okay. Wir haben ja bekommen vom Akademieleiter aus Mirham, Salpico und Savertin, ja eine bestimmte Menge magischer Materialien. Mhm. Und ja, die Klinge würde ich fertigen als länglichen Dämonenkopf. Der Kopf erinnert nun ja komischerweise an den gehörnten Dämon Xamonot. Und diese Klinge soll sozusagen aus dem geöffneten Maul dieses gehörnten Dämons herauswachsen. Okay, interessant. Gut, dann, während du zeichnest, immer mal wieder verwirfst, bis du dann den perfekten Entwurf hast. Wobei du dann natürlich die Matrizen auch gleich schon in dem Papier einarbeitest, denn das ist dann die richtige Kunst. Einfach nur irgendwas hinmalen kann jeder, aber die Matrizen dann eben auch so anzuordnen, dass sie dann bei der End- oder B-Schwörung helfen, hier natürlich die Endschwörung, und dann eben zusätzlichen Schaden zu machen. Ja, das ist schon eine Kunst für sich. Genau. Es geht auch nur als Vorlage für den Beinschnitzer bzw. für den Schmied, der den Korb, der die Klinge herstellt eigentlich. Darum geht es mir hauptsächlich, weil er muss dann Vorlage haben. Ja gut, irgendwann merkst du, wie hinter dir irgendjemand atmet und es riecht so ein bisschen nach Bier. Du hast gar nicht gemerkt, dass irgendjemand eingetreten ist. Da kannst du den verschwitzten Körper von Hasswolf über dir erkennen, wie er dann dir über die Schulter guckt. Nun, was kann ich für euch tun? Abenteuer. Ich wollte nur mal schauen, was er da so macht. Ich habe geklopft, er hat das nicht gehört. Oh, es tut mir leid. Nun, muss ich dir entschuldigen, das ist deine Kajüte. Gibt es etwas Spezielles, was ihr mir berichten wollt? Nö, nee, ich wollte nur gucken, was so los ist. Ah, gut. Ist das ein Schwert? Ist ein, nun ja, ein Kurzschwert, ein Entwurf dafür. Kurzschwert? Nun ja. Habt ihr schon einmal von einem Bandschwert gehört? Naja, keine Ahnung. Nun, es ist ein Bandschwert, der... Ist das der Seeschlangenzahn? In der Tat. Ihr habt ein gutes Auge für die Details. Na, es steht doch da dran, oder nicht? Nun, ja. Oder ist das verschmierte... Es sah aus wie ein Seeschlangenzahn. Ich meine, ihr habt da irgendwo einen Lager gefunden. Gut, und da sollen jetzt diese Glyphen rein, ja? In der Tat, ja. Also, wenn wir uns einen anderen Hafen ansehen, kann ich ja sicherlich mal vorbeischauen. Ich kenne einige Knochenschnitzer auch an dieser Küste. Der Torwaler aber. Nun, ich hoffte hier im Handwerkerviertel einen passenden Beinschnitzer zu finden. Das, wenn es irgendwas Magisches werden soll, warum fragst du dann nicht die Beinschnitzer der Runa Jasko? Nun ja, Die besten Magier. Dazu müsste ich nach Torge reisen und das wollte ich verhindern. Hörst du mir zu oder was? Nein. Ja, hörst du mir jetzt vielleicht zu? Ich habe doch gesagt, dass ich jemanden an der Ostküste kenne. Wo genau? Bonchon. Und schon. Dort sind Torwalle? Klatscht sich Hörber gegen die Stirn. Nun ja, soll es so sein. Vielleicht komme ich auf euch und eure... Bevor du den Seeschlangenzahn kaputt machst, geh zu den Torwallern. Und am besten keine Fisimatenten bei denen, weil die hauen dir auch aufs Maul. Und dann zurecht. Aber sie können dir deinen Zahn ordentlich machen. Bevor du es jetzt zu irgendeinem Trottel hier in der Land vergibst. Wir verstehen doch davon gar nichts. Nun ja, wir werden sehen. Abenteuer, exakt. Das wohl.
Und er stellt dir irgendwie noch einen Becher Met, der so ein bisschen klebt auf die Zeichnung oben rechts an den Rand. Es hat natürlich jetzt die Matrix nicht zerstört, aber ist natürlich schon nicht so schön für deinen Perfektionismus. Und mit dem Metbecher lässt er dich dann zurück und geht wieder nach draußen. Ich schieße mal mit spitzen Fingern diesen Metbecher von der Zeichnung runter. Ja, er klebt unglaublich. Er ist total ekelhaft. Aber er riecht süßlich nach Honig. Er hat es nur gut gemeint. Ja, er ist toll, ne? Derweil bei Diamantis. Möchtest du etwas tun? Wenn ja, was? Ja. Diamantis ist aus der Kajüte rausgetreten, nachdem alle sich verabschiedet haben, und ist aufs Hauptdeck zu Netias Kabine gegangen. Ja. Gnaden? Ja, wer stört so frei nach einer Stunde? Achso, Diamantis, ja. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich euch noch einen Besuch anstatten wollte. Wenn ihr so freundlich wärt, mir Verbände zu wechseln, meine Wunden ein wenig zu verbinden. Ja, selbstverständlich. Ziemlich. Ja, das kann ich natürlich tun, dafür bin ich da. Moment. So, etwas desinfiziertes Wasser. Und ein paar frische Wundverbände. Ich hatte schon gefragt, wo ich das geholt hatte. Ja. Der Angriff auf die Stadtwachen, ja. Und die Gladiatorenspiele. Das von den Stadtwachen ist schon größtenteils alles verheilt. Nein, sogar nein. Ordentlich nein, schnell. Man kann es hier sehen, es ist wieder aufgerissen. Ach. Seht ihr hier? Ja, das ist genau die Stelle, wo mich der Fall getroffen hat. Er scheint wohl vergiftet worden zu sein. Vielleicht solltet ihr da ein genaues Auge drauf werfen. Ja, das mache ich auch nochmal. Ich trage etwas Gegengift noch auf. Also gut. Gibt es sonst etwas von draußen zu erzählen? Man kommt ja nicht oft vom Schiff runter. Die zahlreichen Verletzungen von den ganzen Seeleuten, die dann mit irgendwelchen geprellten Lippen dann hier wieder reinkommen. Vor allem gestern war es besonders schlimm. Ihr solltet euch wohl in nächster Zeit weiter auf dem Schiff aufhalten. Jetzt scheint wohl wieder ruhiger geworden zu sein nach dem Aufstand, aber man weiß nie. In der Stadt hat sich was markant verändert. Wir sind aufgewühlt. Ich habe gehört, Hasswolf sagte, dass morgen ausgepeitscht werden soll. Ja, einige unserer Seeleute haben sich an den Plünderungen in der Stadt beteiligt. Ja, ich kann das natürlich nicht gutheißen, aber wenn ihr die Moral anders nicht hochhalten könnt, dann soll das so sein. Strafe muss sein. Wir sind hier immer noch auf einem Kriegsschiff unterwegs. Und so ein Verhalten können wir uns von unseren eigenen Matrosen. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Ja. Bin's noch. Ich bin zumindest da, wenn die offenen Rücken dann hier eingeliefert werden. Wenn's nach mir ginge, hätten wir jeden dieser Matrosen schon nicht mehr in unserer Mannschaft, aber der Kapitän ist. Ja, warum macht ihr das denn nicht? Ist doch viel einfacher. Werben wir neue Leute an, wenn sie unzuverlässig sind. Ich möchte nicht, dass wir jemanden verletzen und ich ihnen danach zuflicke. Wenn wir sie nicht auspatchen, dann werden sie es nie lernen. Ich auch nicht glaube, dass sie es dadurch lernen werden, aber ein Versuch ist es wert. Ihr seid gerade gegen das Glockenspiel gekommen, da müsst ihr aufpassen mit dem Kopf. Warum habt ihr sowas hier überhaupt hängen? Warum nicht? Irgendwie muss ich die Kajüte ja zurechtrücken. Ordnung. Ja, dann würde ich ein bisschen weiter von mich rumrummeln, sie meine Verbände wechseln lassen und die nächste Stunde verbringen. Ja. Auf ihm. Ja, und zwar würde ich meine Zeit damit verbringen, den Hafen zu patrouillieren. Den Hafen zu patrouillieren, ausgezeichnet. Das kannst du tun. Gib mir mal eine Probe auf, Sinnesschärfe. Gar nicht so gut. Alle THW, die ich hab. Deine Werte, ja, ich wollte gerade sagen, deine Werte sind aber nicht gut. Ja. Aber meine sich verstecken Probe ist eben 18-20 gewürfelt. Du kannst erkennen, wie auffällig viele, es sind keine Bettler, aber es sind wohl Leute aus den Brabaka-Baracken in Richtung des Schiffes starren, und du hast auch so den ein oder anderen Kopf gesehen, der oben auf einem Lagerhaus mal saß und sich dann schnell zurückgezogen hat. Trotz dessen, dass es dunkel ist, wird das Schiff beobachtet. Oh.
Ich möchte gerne beobachten, ob sie unser Schiff beobachten oder einfach den Hafen. Es ist tatsächlich euer Schiff, ja. Also so ein gutes Dutzend, was du ausmachen kannst, zerlumpte Gestalten, die Kleidung zerschlissen, harte Gesichter, Männer und Frauen, die einfach ein sehr verlebtes Leben schon gehabt hatten. Also nicht ganz so hart wie du als Kind im Schlund, aber die machen für Geld wohl eine ganze Menge. Du kannst jetzt keine richtig guten Waffen an ihnen erkennen, aber mal so ein Dolch oder sowas, der dann aufblitzt, oder so ein Knüppel, der mit irgendwie Eisenbeschlägen dann verstärkt worden ist. Aber die machen das. Ja, ich möchte trotzdem versuchen, einen zu fangen. Gut. Ja, steht dann so ein kleiner Pulk von drei Leuten, lehnt sich da so ein bisschen lässig an so eine Feuertonne, die da steht, und tritt dann auf sie zu. Sie blicken dann auch demonstrativ ins Feuer und ihre Gespräche werden dann auch demonstrativ leiser, brabbeln da wohl auch nur irgendwelches zusammenhangloses Zeug. Und deswegen hat der Himilko hat dann, können wir euch etwas, was wollt ihr? Geht weg. Das ist unsere Tonne. Ja, okay. Also, der kriegt jetzt erstmal eins ins Gesicht. Und zwar volle Kanne. Ja, und das sind sie. Egal. Ja. Ballast dein Panzerhandschuh ihr ins Gesicht und ihre Nase explodiert. Sie geht direkt zu Boden, wird auch mit dem Hinterkopf gegen die Lagerhalle dann geschleudert und die anderen springen erstmal einen halben Schritt von dir weg. Ja, ich möchte mir mindestens einen von den beiden greifen, wenn möglich beide. Ja, dann würfel mal auf Raufen. Scheiße, er hat Consuela umgebracht. Erschwernis? Gerade nicht. Ich guck gerade mal. Er würfelt nochmal eine Parade. Würfel nämlich auf die 21. Also, also die Parade ist auf alle Fälle gelungen mit einer 3. Ne? Ist er jetzt auch nicht gefintet oder sowas. Also du versuchst zuzugreifen, versuchst dann einfach abzustreifen, nochmal einen halben Schritt zurück und damit würde er jetzt anfangen zu laufen. Dreht sich einfach um und gibt Hackengas. Ja, ich laufe ihm hinterher. Gut, Athletikprobe gegen ihn. Jetzt Sprint. Du kannst doch sprinten, klar. Und das ist natürlich eine vergleichende Probe. Und weil ich eben 13 Stück hast, du hast natürlich hohe Attribute, ne? Ich habe aber auch gut gewürfelt. Ich weiß nicht. Ich guck gerade mal rein, was so ein Qualität 3 NPC hat. Also Q3 Straßenräuber. Die würfeln auf die 13-13 mit einem THW von 7. Ich habe 3 Punkte unterwürfelt und 7, dann habe ich 10 Punkte übrig und du hast 13 Punkte in harten Kontrast zueinander, weil das ja miteinander verglichen wird. Dementsprechend holst du nach wenigen Metern auf, will gerade um eine Ecke biegen, da langt dein Handschuh wieder zu und du kannst erneut einmal raufen. Ja, ich würde gerne die Raufenfinte machen, deren Name ich nicht weiß. Ja, kannst du machen. Das ist Schwinger. Schwinger und gerade. Warte, ich will erst gucken, ob ich das habe, bevor ich hier... Ja, ich habe Schwinger, bevor ich irgendwas behaupte. Ich mache eine 4er Schwinger. Lass mich so vorsichtig. Ja, ich gebe ihm auch nochmal eine Erschwernis von 3 Punkten zusätzlich, weil du von der Seite greifst. Er wollte, wie gesagt, gerade abbiegen und ich gucke gerade mal Kampfwerte. 7er Talentwerten hat dann 14er Paradewert, wenn er gleichmäßig verteilt ist, oder? Ja, 4 und 3, das reicht dann, glaube ich, gerade nicht so, ne? Nee, das wäre dann 16. Genau, gut, dann kannst du erstmal zupacken. Der andere, also wie gesagt, du bist jetzt erstmal hinter einem hergelaufen, ne? Ja, der andere ist weg. Der andere ist zur anderen Richtung. Und die Consuela, oder wie sie eben hieß, mit dem geplatzten Gesicht, die liegt da immer noch irgendwo. Gut, dann hast du ihn erstmal. Ja, ich würde ihn jetzt erstmal festgreifen. Ihr beide unterhalten uns jetzt. Ich habe nichts gemacht. Sieht das so aus, als würde mich das interessieren? Vermutlich nicht, ne? Also, pack ihn und würde ihn dazu Consuela oder wie auch immer sie heißt zurückschleifen. Staatsgewalt, Hilfe! Du kannst auch sehen, wie jetzt ein paar Torwale oder sowas aus der Taverne rauskommen, überlegen sich kurz, ob sie eingreifen und schütteln dann aber mit dem Kopf, fangen an zu lachen und prosten dir dann zu. Kannst sehen, wie Stadtwache dann auch nach dem kurzen Gerufe dann auch irgendwann auftaucht, als du dann ihn zu Consuela hinschleifst und die drehen sich dabei auch wieder um und patrouillieren in eine andere Richtung. Dass, wenn die Basaltfaust hier irgendwie eingreift, dann da machen die nichts. Oh, meine Herren, meine Dame.
Ihr werdet mir jetzt sagen, warum ihr unser Schiff beobachtet. Und wenn ihr mich anlügt, dann... Ihr wisst, was dann passiert. Ich brauch das doch nicht sagen. Wir haben nur den Auftrag bekommen. Für eine Handvoll Münzen. Ja, von wem? Weiß ich nicht. Uns wurde gesagt, wir sollen das beobachten. Und wenn die Helden rauskommen, dann sollen wir sie angreifen.